Hallo meine Freunde, weiter geht's mit Let's Play Deponia. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen doof. Guck mal hier, was hier steht. Ein so ein Ding, drei und zwei. Habe ich mal nachgeguckt, weil sonst hätten wir da Jahre probiert und irgendwann hätten wir es wahrscheinlich, hätte ich es wahrscheinlich auf gut Glück dieses hier so einstellen können. Ich habe bloß nochmal schnell was gelesen, weil ich es auch nochmal machen möchte. Einfach habe ich mal durch Zufall gelesen. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder ob wir den da einfach nur so aussetzen können. Guck mal hier, den Papagei hier bei der... Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay, ich habe gedacht, wir können hier bei der Notrufsäule... okay, doch nicht. Dartpfeil haben wir auch nicht mehr. Okay, dann gehe ich doch hier nochmal hier zur Poststelle. Was ich jetzt nochmal mache, ich speichere hier nochmal, weil ich habe es nochmal gelesen, wie es mit dem Bug ist. Bevor wir die Kopfhörer nehmen, müssen wir nochmal mit dem Postroboter sprechen. Ja, dafür ist das Ding hier auch nicht in der Mitte. Ich bin so schlau. Okay, also hier müssen drei rein. Das wird wahrscheinlich trotzdem voll der Fail. Jetzt weiß ich auch, warum die auch schon Geräusche gemacht haben. Wahrscheinlich, weil es dann so richtig ist für sie. Ich möchte das Minispiel ja ungern überspringen. Also, es ist gut, dass ich nachgeguckt habe, wie man das denn richtig macht. Das ist ja wurscht jetzt hier. Ich muss hier irgendwie die drei Leute, drei Punkte hinbekommen. 1, 2, 3. Ich brauche aber 1, 3, 2. So nicht, so auch nicht. Ach. Das ist ja egal hier. Das ändert sich da auch nicht. Okay. Jetzt haben wir da 3, 2, 1. Ach. Ich möchte nur... Es wird trotzdem schwer genug, das war ja klar. Ich möchte trotzdem 3 haben hier. Zwei. Wenn ich hier drehe, dann kriege ich es so. Habe ich jetzt dort und jetzt muss hier noch. Jetzt muss hier ein grüner Punkt darüber. Warum kann ich das hier nicht anders drehen? So, jetzt ist hier. Nein. Nein. So. Ja. Ist doch richtig, oder nicht? Hm? Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Oder habe ich das falsch gelesen? Ich hab's doch richtig. Eins. Eins, drei, zwei. Ist das falsch, was ich jetzt hier wieder gemacht habe? Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Warum ist das jetzt falsch? Hier sind doch extra diese... Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht... Hier sind doch extra diese doofen... Ich kann auch nichts machen mit denen, okay. Das Erdmagnetfeld hat hierauf keinen Einfluss. Und Leute vom Schlafen abhalten konnte ich damit auch vorher schon. Ich würde sagen, ich gucke einfach nochmal schnell, ob ich es falsch gelesen habe. Sonst hängen wir wirklich zwei Folgen dran. Also bis gleich... Hallo meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Deponia. Also, es muss irgendwie hier, Taube 1, dann hier auch in Taube 1, hier in Fach 1. Bloß ich weiß natürlich nicht, wer das ist. Ich lass sie mal so stehen, vielleicht bringt mir das ja was. Weil ich natürlich schon alles schön umgestellt habe. Ich gebe mal hier den Coupons dem Typen.
Mal gucken, was er sagt. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Vielleicht nach... Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Hä? Und jetzt? Fehler. Dann halt nicht. Okay. Taube aus Taube Dings. Also ich versuche mal hier eine andere Taube reinzukriegen. So, eine andere Taube ist drin. Oder ist eine andere Taube? Ich glaube schon. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Dann gucken wir mal, was er jetzt sagt. Wenn ich hier nochmal die Coupons hier dir gebe. Wir haben ja viele davon. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutschein eingeben. Ich überspringe es mal ein bisschen. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Das kann ich leider nicht überspringen, aber das können wir jetzt nochmal angucken. Aber die armen Kätzchen. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Auch nicht. Ich weiß es nicht. Dann versuche ich mal nochmal hier das hier. Ein anderer. Den hat nicht. Ich möchte diesen hier mal drin haben. Kennen wir den schon? Also. Irgendwie sehen die gleich aus. Ich lass sie mal so stehen. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Es ist irgendwie komisch. Ich glaube, ich habe schon am Anfang einfach alles verkackt hier. Ja, falsch. Bis später. Tschüss. Ich habe hier... Ich glaube, ich mache total alles falsch. Und ich habe das ganze Rätsel nicht verstanden gerade. Aber, ist halt so... Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Kriege ich diese andere Taube da auch noch ins Loch? Da ist sie hier. Diese Taube dort. Jetzt sind aber wieder... Die hatten wir noch nicht, oder? Die Taube hatten wir noch nicht. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt... Hoffentlich bringt das jetzt was. Steht da hinten eigentlich irgendwas? 1, 2, 3, 3. Keine Ahnung. 1, 3. Wahrscheinlich hat es irgendwas zu tun. Ich habe hier diese Geschenk... Mal gucken. Geschenkgutschein. Was? So, Paket kommt angerollt. So, Kätzchen macht drauf. Du. Frankierung. Warum muss man denen den Stromschock geben, die Armen? Frankierung ist
Korrekt, ein leichtes. So, Taube, Taube wird gestartet. Auf kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Sollte da jetzt irgendwas passieren? Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige... Fehler. Ja, Fehler. Ja. Dann halt nicht. Was, wenn ich denn rausgehe? Ist das Ding irgendwo gelandet vielleicht? Hier nicht. Hier auch nicht. Nö, auch nicht. Ich glaube nicht, dass es hier auch irgendwo gelandet ist. Ich glaube einfach, dass ich alles falsch gemacht habe und es total falsch gemacht habe. Komisch. Zum Dorfkern. Tonis Hütte. Ist es da vielleicht gelandet? Nö. Auch nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Mal gucken. Ich verstehe das Rätsel irgendwie nicht ganz. Also sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao.